Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Rakuen. So, wir schauen nochmal bei Kisaburo, ob wir da irgendwas herausfinden können. Ich glaube, eine höhere Dosierung würde helfen mit diesen Halluzinationen. Sie können sich mehr ausruhen und dann fühlen sie sich auch besser. Ich halluziniere nicht. Kisaburo, Sie können nicht weiter nach draußen gehen. Wieso nicht? Ich bin ein erwachsener Mann. Wenn ich gehen möchte, kann ich jederzeit gehen. Es ist nicht sicher dort draußen und sie zerstören Besitz des Krankenhauses. Ich muss doch den Zug in Ordnung bringen. Das ist mein Job. Sie können mir nicht immer die Werkzeuge wegnehmen. Ich habe keine Zeit mehr. Ich muss ihr etwas erzählen. Ich muss es ihr erzählen. Dr. Kenji wird sie für eine Weile beobachten. Bitte, ich möchte, dass sie wissen, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um ihnen zu helfen. Ah, okay, wir können uns wieder bewegen. Oh, hey Kind. Scheint, du bist der Einzige, der mir noch lauscht. Alle anderen denken, ich wäre total verrückt. Ich glaube, wir hatten das aber schon mit ihm besprochen. Manchmal, wenn es dem Körper eines Patienten nicht gut geht, wird es auch seinen Geist belasten. So etwas ist nie einfach. Okay. Moment, ich glaube, ich frage mal kurz Mom. Ich bin wirklich neugierig, was los ist mit Kisaburo. Vielleicht sollten wir ihn in Morizora Forest besuchen, damit wir mehr über seine Situation erfahren. Wenn ich mich recht erinnere, sollte es eine Tür geben, hinter seinem Zimmer. Ach so, ja. War das die hier? Ah, da, okay. Gut. Und wo ist er da? Ach ja, stimmt. Hier waren wir ja schon gewesen. Genau. Aber wir waren noch gar nicht so weit gekommen. Wir hatten das da ausgeräumt. Da ging es noch nicht weiter. Dann waren wir aber hier rechts weitergelaufen. Ja, irgendwo muss ja hier jetzt dann was sein. Mit dem hatten wir doch auch schon geredet. Oh, ist so lange her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Deswegen ist alles etwas verschleiert. Aha, hier ist die Höhle, genau. Da waren wir auch gewesen. Nee, waren wir in der Höhle schon gewesen? Ich habe keine Ahnung mehr. Mal gucken. Da ist eine Notiz an den Steinen befestigt. Hänge ab in Label Village, Christina. Ach so, da ist nicht mehr. Okay, hängt ab in Liebe Village. Genau, hier unten waren wir auch schon gewesen und hatten uns die Kiste geholt. Und wir können ja leider die Steine immer noch nicht kaputt machen. Das ist richtig blöd. Oh, Moment. Yay, wir haben noch eine Firefly. Da müsste ich eigentlich auch noch besser drauf achten, dass wir die überall richtig einsammeln. Da ist nichts weiter. Vielleicht haben wir ja jetzt auch noch... Irgendwem hatten ja noch Materialien gefehlt. Vielleicht müssen wir halt einfach jetzt die Steine da wegbekommen. Oder warst du Kisaburo in dieser Welt? Tatsächlich, wusste ich gar nicht mehr. Was bringt euch zu den heißen Quellen? Können wir dir helfen? Ich hasse es, um Hilfe zu bitten. Aber da mich Morizora zwingt, hier zu bleiben, schätze ich, dass ich keine andere Wahl habe. Meine Frau Kasuko und ich haben einen kleinen Teeladen westlich von hier. Seitdem ich krank geworden bin, musste sie sich ganz alleine um den Shop kümmern. Das ist keine leichte Aufgabe. Vielleicht, wenn Kasuko ein paar extra Hände hätte, die ihr helfen, das könnte die Last etwas erleichtern. Denkt ihr, ihr könntet sie besuchen und mal nachschauen, ob sie Hilfe braucht? Ja klar, natürlich. Wir werden helfen, so gut wir können. Danke sehr. Das bedeutet mir wirklich, das bedeutet uns beiden wirklich eine Menge. Das ist wirklich kein Problem. So, dann schauen wir mal, ob sie denn Hilfe braucht gerade. Geht's da unten jetzt vielleicht auch weiter? Nein. Hätte ja sein können. So, da waren wir ja auch schon gewesen. Genau, bei diesem außerordentlichen Wesen. So, hallo. Könnten wir dir helfen irgendwie? Ihr wollt mir helfen? Ihr meint zum Beispiel, dass ihr nach einem Job sucht? Naja, nicht genau. Ihr Ehemann Kisaburo hat uns darum gebeten, nachzuschauen, ob sie was brauchen.
Das hat er Ihnen gesagt? Oder hat er dir gesagt? Wow! Nun, ich schätze, ich könnte tatsächlich etwas Hilfe gebrauchen. Die Arbeit läuft langsamer heutzutage. Ich schätze, ich würde mich viel sicherer fühlen, wenn wir nur einen großen Tee-Vertrag abschließen könnten. Ich habe da einen Kunden, an den ich denke. Sein Name ist Monsieur Butt. Und er hat, regelmäßige Tee-Veranstaltungen, für die eine Menge Tee gebraucht wird. Ich bin mir sicher, wenn du ihm eine Probe bringen könntest, dann wäre er sofort unser Kunde. Bedauerlicherweise bin ich die einzige Mitarbeiterin, deswegen kann ich den Laden momentan nicht verlassen. Wenn ich gehen könnte, dann würde ich auch unseren Nachbarn besuchen, um etwas Drachenasche zu besorgen für diese Blume, die hier wächst. Eine Hikaribana! Wow, gutes Auge! Es ist tatsächlich eine Hikaribana. Sie ist ganz schön viel gewachsen, aber ich glaube, ohne die Drachenasche kann sie nicht blühen. Jedenfalls, du würdest mir also wirklich gerne helfen? Okay, dann wäre es dann eine zu große Bitte, dass du statt meiner einer gehst? Um Monsieur Butt eine Probe zu bringen unseres Tees und um etwas Drachenasche von unserem Nachbarn zu holen? Aber gerne doch. Das würden wir sehr gerne machen. Oh, ich danke dir so sehr. Du findest Monsieur Butt in den Skylands. Ja, das wissen wir schon, wo wir hin müssen. Du kannst ihm diese Probe geben. Okay. Unser Nachbar lebt in der Höhle rechts von unserem Shop, da wo die Notiz dran war. Die Christina ist scheinbar gerade in Liebe Village, also müssen wir sie wohl da finden. Manchmal ist der Eingang zu ihrer Höhle blockiert durch heruntergefallene Steine, also brauchst du vielleicht eine Pickaxe, um den Weg freizuräumen. Wenn du ganz nett fragst, bin ich mir sicher, dass sie dir etwas Drachenasche geben wird. Ihr Name ist Stormy und sie ist ein großer Wasserdrache. Versuch, dich nicht einschüchtern zu lassen. Viel Glück und nochmals danke. Okay, das kriegen wir schon hin, würde ich sagen. Die einzige Frage ist nur, wie kommen wir an eine Pickaxe? Ich glaube, uns fehlen noch Sachen. Okay, hier haben wir noch was einsammeln können. Ich glaube, das hatte ich schon mal versucht. Das geht einfach nicht. Weil es sieht aus, als wäre das was zum Einsammeln. Aber ist es leider nicht. Ah, da unten noch. Ja, super. Okay. Ich weiß zwar nicht, ob das das ist, was wir brauchen, aber... wo kommen wir hin, wenn wir hier lang laufen? Waren wir hier schon gewesen? Das ist ja gruselig. Hui, hui! Oh, okay. Wir dürfen die nicht berühren. Das ist ja mega creepy. Okay. Ich glaube, von hier kommen wir dann leider nirgendwo hin. Dann müssen wir leider erstmal wieder zurück. Oh, wow. Na gut. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Jetzt gehen wir hier lang. Ja, wo könnten wir... Ah! Er erinnert sich nicht an mich. Oh, hallo, mein Lieber. Wie geht es dir heute? Unser Jahrestag steht kurz bevor. Deswegen dachte ich, ich würde Kisaburo etwas Schönes mitbringen, um ihn aufzuheitern. Aber ich schätze, es ist am besten zu warten, bis zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin mir sicher, er ist von den ganzen Tests ganz erschöpft. Ich gebe ihm etwas Zeit. Oh, du Arme. Okay, ja, hier kann man ja die Sachen kaufen. Für das Spielzimmer. Das müsste ja jetzt auch schon etwas voller sein. Wir hatten doch schon noch... Nee, wir hatten noch keine Sachen gekauft. Ich dachte irgendwie, wir hätten noch Dinge geholt. Ah, hier, genau. Da rechts ist es jetzt. Wie geil. Und da. Oh, wow. Das sieht ja mega geil aus. Da ist das Schaf. Hallo. Leider sagt es nichts. Na gut. Mit der Zeit werden wir auf jeden Fall dafür noch Sachen besorgen. Ich frage mich, warum ich bei Rakuen immer einen Frosch im Hals kriege. Ich könnte gerade schon wieder husten. Das gibt's einfach nicht. Das passiert mir immer bei Rakuen. Vielleicht mache ich eine komische Stimmlage oder sowas? Keine Ahnung. So, dann gehen wir mal nach Liebe Village wieder. Ich glaube, das hier ist der sinnvollste Weg. So.
Und wir versuchen vor allem, ob wir nochmal eine Pickaxe bekommen. Obwohl, vielleicht gehen wir doch erst hoch zu Monsieur Bud. Weil vielleicht sind da noch Sachen sowieso zum Einsammeln. Weil irgendwelche Wege frei werden. Hey, das haben wir noch gar nicht mitgenommen. Ich weiß zwar nicht, ob wir es brauchen, aber... Bevor wir es stehen lassen, hier auch. Das nehmen wir mit. Ach, wo wir schon davor stehen, frage ich mal schnell. Pickaxe. Ha, verflixt. Okay, was fehlt noch? Ach, da. Tool-Menü. Pickaxe, Camphor-Sticks, Lumen-Rock. Ach, okay. Ich glaube, Nightstone haben wir noch gar nicht bekommen. Es muss noch irgendwie an einem Ort sein, den wir... Oh, wie süß. Was macht ihr denn hier? Ich liebe es, einen Großvater zu haben. Freut mich, dich zu sehen. Wie geht es dir? Oh, mir geht es wunderbar. Ich will nicht länger alleine auf dieser Insel leben. Ich habe wirklich viel Spaß damit, Zeit zu verbringen mit meiner Tochter und meinen Enkeln. Danke, dass du mir etwas zurückgegeben hast, was ich dachte, für immer verloren zu haben. Oh, wie schön. Ach, das ist Christina. Oh Mann, jetzt kapiere ich das erst. Klar, das war ja die Tochter gewesen. Mein Dad ist jetzt so anders. Danke sehr, dass du etwas so Wichtiges in Ordnung gebracht hast. Kein Problem, also doch gerne. Honig! So, das müsste hier oben sein. Glaube ich. Gucken wir mal. Oder ist die weiter westlich gelegene Bohnenranke? Das könnte auch sein. Ja, es ist leider die weiter westlich gelegene Bohnenranke. Weil das war der Typ, der uns noch nicht durchgelassen hatte. Also, müssen wir hier nochmal rüber? Mann, hier ist aber auch langsam alles voller Charaktere. Da muss ich immer drum herum laufen. So. Dich nehme ich auch noch mit. Ich hol's hier alles ab. Was nicht bei drei auf den Bäumen ist. So. Genau, hier nämlich. Das probieren wir mal aus. Und da war der Weg dann versperrt gewesen, ganz links. Ich weiß nur nicht mehr, wieso. Irgendwie wollte uns jemand noch nicht durchlassen. So, okay. Hier war das. Ich glaube, da stand vorher noch jemand, oder? Ja, genau. Ah, hier, endlich. Noch mehr Sachen zum Einsammeln. Ah, und ich glaube, da ist auch dieser Lumen Rock. Wenn ich direkt hier stehe, sieht das dann nicht irgendwie so aus, als würde ein Baum aus meinem Kopf wachsen? Bäume wachsen aus Blumen heraus. Ach du meine Güte, die Karten haben sich gewendet. Tatsächlich sah das so ein bisschen aus. Ich war ein bisschen verwirrt von dem Bild. Da, das ist bestimmt einer dieser Steine, die wir brauchen. Und hier unten ist auch noch was. Er hat es gar nicht eingesammelt. Ich habe gedrückt. Okay. Ja, hier komme ich nicht weiter. Da ist aber auch nichts. So. Wer seid ihr denn? Oh, Dancebutt. Greif nach dem Himmel. Arbeite diese Kalorien ab. Yeah. Ich hörte, Monsieur Bud serviert einen ganz besonderen Kuchen beim heutigen Tee. Ich kann es kaum erwarten zu essen, aber ich bin noch ziemlich voll vom letzten Event. Huh. Ich hatte 5 Scones letztens bei Monsieur Buds Nachmittagstee. Ich muss das irgendwie wieder abarbeiten. Da hast du recht. Das muss natürlich wieder runter. So, da haben wir nochmal ein paar Beeren. Da sind nochmal Stöcke. Und was haben wir hier drin? Oh, sehr schön. Noch einer dieser Steine. Noch andere Steine. Super, noch eine Murmel. Da wird sie sich freuen, wenn wir ihr die geben. Moment, was habe ich denn hier jetzt? Firefly, Reed. Da, 3 Lumen Rocks. Sehr gut. Aber ich glaube, es waren auch 3 Nightstone, oder? Da bin ich mir nicht sicher. Wie sehen die nochmal aus? Okay, einfach so ein Häufchen Steine. Da oben! Ja, dann haben wir alles. Geil. Dann können wir uns endlich die Pickaxe machen. Dann kommen wir endlich an die ganzen Orte, die vorher auch gar nicht erreichbar waren. Das ist mega. Ich liebe es in Spielen, wenn dann neue Orte erreichbar sind. So, das. Und das. Hast du gehört? Es gibt diesen Liebe... Künstler, der ein ganz außerordentliches Teeset gefertigt hat, nach uns Skybuds. Es ist wunderschön.
Ich glaube, es befindet sich auf einer dieser schwebenden Inseln. Du solltest dir das mal anschauen, wenn du die Chance dazu hast. Oh, kein Problem, haben wir sogar schon gekauft und in die reale Welt gebracht. Was haben wir denn hier? 25G. Auf jeden Fall können wir noch ein paar Sachen kaufen. Ich glaube, das Geld ist wirklich nur dafür. Das ist ja geil. Suchen Sie nach Monsieur Butts Nachmittagstee? Ja? Es ist diese Treppe hinauf. Viel Spaß. Oh, okay. Ich habe dir nicht diesen Job besorgt, damit du den ganzen Tag herumalberst. Erst diese Stinkbombe und nun diese schrecklichen Gemälde. Maxwell Howell der Zweite. Hör sofort mit diesem Verhalten auf. Lil Butts, nicht Maxwell. Mein Name ist Lil Butts. Lil Butts, was? Wieso auf... Du verhältst dich wie ein Hooligan. Dad, Mann, du musst dich entspannen. Du wirst dich entspannen in deinem Schlafzimmer für die nächsten 2 Wochen, wenn du nicht sofort aufräumst. Aber Dad... Ich meine es ernst. Wenn du noch einmal solch ein Schlamassel anstellst, dann kriegst du Hausarrest. Nun, komm mit mir und benimm dich. Du hast einen Job zu erledigen. Ja, Dad. Wie niedlich. Der arme Maxwell will scheinbar nicht in die Schuhe seines Vaters treten. Wow, Mom, dieser Ort ist wirklich schick, nicht wahr? Du hast recht, mein Schatz. Das muss einfach der Ort sein, an dem Monsieur Butt lebt. Sugar Baby. Wow, euch habe ich ja noch nie gesehen. Woher kommt ihr denn? Werdet ihr für Monsieurs Nachmittagstee bleiben? Ach du Schande. Sugar Baby. Ja, Rupert. Mehr Essen aus der Küche ist verloren gegangen. Oh nein! Was haben Sie diesmal mitgenommen? Nur das absolut liebste Gericht von Monsieur. Pecan Boulevard Silverberry Crumble. Oh, nicht der Crumble! Ja, Sugar Baby, Sie haben den Crumble mitgenommen. Wir müssen sehr vorsichtig sein, bis wir herausgefunden haben, wo und wer dieser Essensdieb ist. Wer sind diese Fremden? Oh, diese Leute, das sind, sie sind aus, das sind meine Cousins. Cousins? Deine Cousins? Oh ja, meine Cousins. Die sind total cool. Die kenne ich schon mein ganzes Leben. Nun, ich schätze, wenn sie deine Cousins sind, dann wird es wohl in Ordnung sein. Aber du solltest besser ein Auge auf sie werfen. Ich möchte nicht, dass heute wieder etwas gestohlen wird. Ja, natürlich, Rupert. Puh, das war knapp. Mein Name ist Sugar Baby. Tja, also mein echter Name ist eigentlich Ethan. Aber alle hier nennen mich Sugar Baby, weil es mein Job ist, den Leuten Zuckerwürfel zu bringen für ihren Tee. Ihr seid aber nicht von hier, oder? Ich habe noch niemals Kreaturen wie euch getroffen, die von der anderen Seite des großen Meeres stammen. Wow. Ihr seht beide so cool aus. Ich meine, schau dir diese Arme an. Deine Arme haben 5 kleine Arme, die am Ende herauswachsen. Und braunes Gras wächst aus euren Köpfen. Braunes Gras... So cool. So, was bringt euch also hierher zu Monsieur Butts? Wir hofften, wir könnten etwas von seinem besonderen Tee probieren. Das ist der beste Tee im ganzen Wald. Oh, der Monsieur liebt neuen Tee. Ich bringe euch sofort zu ihm. Oh, wartet. Boogies. Geht es dir gut? Normalerweise wäre das ja leicht, aber wir haben da ein ganz kleines Problem.
Ihr seht ja schon, was gerade passiert ist. Jemand stiehlt in letzter Zeit Sachen aus der Küche. Und bevor wir herausgefunden haben, wer der Dieb ist, wird Rupert, das ist mein Boss, nicht zulassen, dass irgendwer zu Monsieur kommt. Tut mir leid, Leute. Außer, vielleicht könntet ihr uns ja helfen, den Dieb zu finden. Wir haben momentan total wenig Mitarbeiter, also könnte ich wetten, dass ihr hier einen guten Job erledigen könntet. Du meinst, wir sollen hier arbeiten? In diesem großen Anwesen? Ja, ist voll easy. Die Leute bitten um Tee und dann liefert ihr das. Außerdem könnt ihr eine Tonne Gratisessen verschlingen. Erdbeerkuchen, Sandwiches, Silverberry-Marmelade, was auch immer. Das hört sich ja super an. Ich könnte wetten, da ihr neu seid, werden die Buds auf jeden Fall über euch sprechen. Macht einfach einen guten Job und sie werden mit euch sprechen und euch ganz viel erzählen. Ich könnte wetten, ihr werdet jede Menge Informationen so erhalten. Wenn ihr uns dabei helfen könnt, den Dieb zu finden, bin ich mir sicher, dass Monsieur euren Tee trinken wird. Was sagt ihr? Werdet ihr uns helfen, den Dieb zu finden? Ich könnte euch diesen Job besorgen, kein Problem. Ja, lass es uns tun. Oh yeah! Okidoki, kommt mit mir. Erstmal müssen wir Rupert fragen, ob er euch anstellen will. Hey Rupert! Das sollte besser wichtig sein. Ja, das ist es. Ich habe großartige Neuigkeiten. Du hast den Crumble Dieb gefunden? Nicht ganz, aber trotzdem gut. Du weißt doch, Lester und Flora haben angerufen, dass sie krank sind. Ach, erinnere mich nicht daran. Heute ist nicht der Tag, an dem ich zu wenige Mitarbeiter haben möchte. Nun, mach dir keine Sorgen, Rupert. Meine Cousins können sie ersetzen. Deine Cousins. Ich dachte, sie wären nur zu Besuch da. Haben sie überhaupt irgendwelche Erfahrungen beim Bedienen oder mit Tee? Haben sie irgendwelche Erfahrungen? Was für eine Frage ist das denn? Na, sie kommen natürlich aus einer Familie, die ist praktisch berühmt dafür, Tee zu servieren. Also, was wisst ihr über Tee? Nun, alles hängt davon ab. Ja, was wollen Sie denn wissen? Servieren Sie zeremoniellen Matcha oder nur Premium? Rieche ich da etwas Silvertips und getrocknete Sila-Beeren? Ich hoffe, Sie halten die Wassertemperatur unter 180 Grad. Ich würde empfehlen, etwas Honig und Creme in diesen Assam zu schütten. Und eine gute Wahl bei dem Pu'er. Das kann die Schwere des Desserts als Gegengewicht dienen. Gut. Okay, Sie können hier arbeiten. Yay! Aber wenn irgendetwas schief läuft, dann wirst du verantwortlich sein, Sugar Baby. Ich verstehe. Der Kleine kann als Teeservierer arbeiten. Nimm ihn mit und zeig ihm, wie es geht. Ja, Sir. Und da die Größere viel Wissen über Tee zu besitzen scheint, werde ich dafür sorgen, dass Alfred ihr zeigt, wie man die besonderen Tees zubereitet. Alfred? Yes, Sir? Wir haben eine neue Teespezialistin, die Lester ersetzt. Bitte eskortiere sie in die Küche. Und schau mal, was sie weiß. Achso, und sorge dafür, dass sie weiß, wo alle Blätter sind und Zutaten. Ja, Sir. Hier entlang, Ma'am. Du schaffst das, Mom. Danke, Schatz. Viel Spaß da draußen. Du auch. Nun, was wartet ihr beiden noch? Holt eure Uniformen und serviert den Tee. Die Gäste warten. Ja, Sir. Die Tür sieht wie eine aus in die reale Welt eigentlich.
Mein Zimmer ist ganz da oben. Oh, ich bin so aufgeregt, dass du hier arbeiten wirst. Das wird so lustig werden. Du kannst ja Lesters Uniform tragen. Die liegt da drüben auf dem Bett. Die rote Schleife ist das Beste daran. Wenn ich ein bisschen größer bin, werde ich auch eine rote Schleife tragen. Jedenfalls, los, zieh dich um. Ich treffe dich dann wieder im Raum der Bediensteten. Das ist der Raum, wo Rupert ist. Und die kostenlosen Desserts. Also, wir sehen uns gleich, neuer Kumpel. Ah, er ist über mich drüber gesprungen, geil. Okay, hier scheint nichts zu sein. Ah, okay, das ist ein Gemälde von Monsieur im Avantgarde-Stil. Und wir wechseln mal unsere Klamotten. Wie süß. Okay, können wir auch hier in die anderen Räume rein, oder? Okay, die Tür ist versperrt. Zumindest einmal gucken muss ich ja. Oh, okay, hier kommen wir tatsächlich rein. Wir schauen mal rein. Da sind, ach so, diese weißen Perücken. Genau. Okay, hier ist eine Kiste. 25G erhalten. Das ist das Gemälde von Monsieur, wie er zwei Leute beobachtet, wie sie vor einem Leuchtturm tanzen. Oh, Bücher. Wig Whimsy. Warum gepuderte weiße Perücken nicht mehr nur etwas für Leute aus dem 18. Jahrhundert sind. Fünf leichte Schritte, die dich... Ja, ich glaube, sowas wie ein Knigge soll das sein, aber für Pflanzen halt. Pinke Männer blühen nicht. Wie man der perfekte Gentleman wird. Okay, oh Mann. So. Und dann haben wir noch die andere Seite. Beziehungsweise diese Statue hier. Aber da sagt er nichts zu. Okay, hier kommen wir auch rein. Da geht er aber nicht ran. NHB Concert Poster ist wahrscheinlich auch genau für den Raum. No Holds Barred. Es scheint fast so, als hätte jemand versucht, einen Songtext in das Innencover eines Buches zu schreiben. Tea Time von Lil Butz. Ich arbeite bis auf die Knochen, serviere den ganzen Tag Scones. Und der Boss mit der weißen Perücke lässt mich einfach nicht zufrieden. Ich habe einen 18-Stunden-Tag und sie nennen das Überstunden. Aber sie bezahlen mich mit Tee und das, finde ich, ist ein Verbrechen. Deswegen hänge ich jetzt meine Schürze auf und gebe meine Schuhe zurück. Von jetzt an bis zum Ende werde ich nur noch reimen. Und an alle dort draußen, wenn ihr wisst, was ich meine, dann werft eure Blüten in den Himmel. Wir werden unseren Tee verkippen. Und dann kommt der Refrain. Tea time, we don't want no tea time. Wir wollen keine Tea time. Voll geil. Das war ja niedlich. Na gut, aber ich würde sagen, an der Stelle mache ich dann jetzt mal einen kleinen Cut. Ich speichere mal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Rakuen wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.